Wir haben Neuigkeiten. Ich bin wieder da und wir haben auch zwei weitere Dinge, die da sind, beziehungsweise eine Person und ein Ding, das da ist. Brooklyn Ese, verpflichtet von Wien Wiesbaden, ist jetzt vielleicht einer der absoluten Gamechanger für unsere gesamte linke Seite, nachdem Ekin Celebi ja bereits seinen Vertrag aufgelöst hat. Und dazu haben wir auch einen neuen Spielplan und starten am ersten Spieltag gegen Elversberg, was meine Highlights sind und wie ich es interpretiere, dass wir direkt zum Start gegen einen Aufsteiger ran müssen. Das und mehr in diesem Video. Viel Spaß. Wenn es euch heute gefallen sollte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos, um keine Videos zu 96 mehr zu verpassen. Morgen ist Testspiel in meiner Heimatstadt, also in Hildesheim, gegen den VfV. Ich bin da, vielleicht einige von euch auch. Ich freue mich über jeden, der Hallo sagt. Allerdings bin ich da trotzdem, um einen genaueren Blick auf unsere Neuzugänge zu werfen. Zum Beispiel auf Marius Wörl, zum Beispiel aber auch auf Brooklyn Ese. Und um den dreht es sich natürlich in erster Linie heute in diesem Video. Vorher aber ganz kurz noch einmal der Reminder. Es ist eine absolut undurchsichtige Situation, weil keiner so richtig weiß, was passiert. Das heißt, auch was ich hier sage, sind alle Spekulationen. Das heißt nicht, dass irgendwas davon eintritt. Das ist meine Meinung, das ist meine Interpretation. Und genauso könnt ihr eure in die Kommentare schreiben und könnt da gerne auch miteinander diskutieren. Bleibt sportlich, bleibt korrekt. Wir wollen das Ganze nicht ausarten lassen. Aber nichtsdestotrotz ist das die Möglichkeit, hier unter dem Video zu partizipieren. Auch für euch, nicht nur für mich, der natürlich auch wieder auf die Kommentare eingehen wird. Wir kommen aber erstmal zum kürzeren Thema bzw. zum einfacheren Thema und das ist der Spielplan. Der ist nämlich jetzt draußen und wir haben ein sehr, sehr interessantes Auftaktprogramm. Wir haben ein sehr, sehr schwieriges Schlussprogramm, das kann man glaube ich so sagen. Und wir spielen am ersten Spieltag gegen Elversberg, dazu gleich mehr. Und am letzten spielen wir gegen Holstein Kiel. Da war doch was. Das war keine tolle Erinnerung und ich hoffe, dass wir die in der nächsten Saison verbessern können. Wir haben also ein Heimspiel zum Start und ein Heimspiel als Saisonabschluss. Eigentlich ungewöhnlich, normalerweise müsste es ja andersrum sein, aber aufgrund dessen, dass das wieder so ein bisschen durchgewürfelt ist von Heim- und Auswärtsrecht, haben wir diesen großen Vorteil. Es geht nach dem ersten Heimspiel direkt in drei Auswärtsspiele in Folge inklusive Pokal und zwar gegen Nürnberg auswärts in Nürnberg, dann in Rostock und gleichzeitig beziehungsweise davor noch in Sandhausen. Das wird eine schwierige Woche beziehungsweise werden schwierige Wochen. Danach kommt der HSV nach Hannover. Das heißt, das Auftaktprogramm ist knackig. Wir werden gleich drüber reden. Schlussprogramm, ich habe es gerade schon gesagt, letzten Spieltag gegen Kiel. Davor allerdings an den letzten vier Spieltagen gegen Hertha, Paderborn, den KSC und eben Holstein Kiel. Es gibt leichtere Schlussprogramme, das kann man glaube ich so sagen, aber je nachdem, wo wir am Ende der Saison stehen wollen, musst du die entweder schlagen oder es ist hoffentlich sowieso schon auf jeden Fall nichts mehr nach unten möglich. Wovon ich ausgehe, stand jetzt, weil es wird sehr gute Arbeit wieder gemacht von Markus Mann und seinen Kompagnons. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, was alles passiert. Wir haben jetzt einen wirklichen Neuzugang mit Brooklyn Ese. Mal gucken, was noch so auf der Position bzw. auf den anderen Positionen passieren wird. Aber eben auch auf der linken Seite, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Saisonstart, Elversberg zu Hause. In meinen Augen ja, ein Risiko. Warum Risiko? Wir spielen gegen Aufsteiger, gegen den Zwerg der zweiten Liga. Den braucht eigentlich keiner, sagt man zumindest so schön. Oder wenn man sich die Kommentare nach dem Aufstieg durchgelesen hat, wird das schön gesagt. Ja, aber die haben sich sportlich qualifiziert. Und genauso wie Wiesbaden zum Beispiel, die jetzt auch nicht die größte Power haben, wirkt sich das null auf die Mannschaft aus. Die sind nämlich trotzdem eben Tabellenführer gewesen über die meiste Zeit der Saison und haben das richtig souverän gemacht. Haben natürlich ein paar Abgänge, zum Beispiel Nick Woltemade, der mit großen Teilen daran beteiligt war, dass sie überhaupt den Aufstieg geschafft haben. Aber sie werden sich auch verstärken und sie werden sicherlich einen Kader haben, der richtig Bock hat. Und wir haben es letzte Saison ja ausgerechnet am ersten Spieltag gleich erlebt gegen einen Aufsteiger, da zwar auswärts, aber dennoch, wie das euphorisieren kann, wie dich das tragen kann und wie auch im ersten Saisonabschnitt bzw. in der ersten Saisonhälfte für die Aufsteiger meistens eine ganze Menge drin ist. Bei Schalke hat man es vielleicht nicht gesehen in der Bundesliga, aber Bremen ist ja ein sehr gutes Beispiel. Die sind ja erst relativ spät abgeflacht und fast nochmal Aufstiegsnot gerutscht. Davor waren die gerade in der Hinrunde ja fast auf dem Weg nach Europa bzw. hätte man sich das vorstellen können. Genauso kann es bei Elversberg sein. Letzte Saison Lautern, erster Spieltag, hat gegen uns gewonnen und war nach der Hinrunde Vierter. Also vorsichtig sein mit, ach, die müssen wir sowieso weghauen. Klar, Elversberg ist ein kleiner Verein, aber genau das macht es gefährlich, weil in meinen Augen kannst du dieses Spiel quasi gar nicht gewinnen. Du kannst nichts gewinnen. Wenn du 3-0 gewinnst, wird jeder sagen, ja, das war ja klar, war ja Elversberg. Spielst du unentschieden, ist da schon so ein bisschen knistern. Wenn du knapp gewinnst, ist auch ein bisschen knistern. Wenn du verlierst, super GAU. Und dann geht es damit mit der Stimmung in die nächsten Spiele, die auch nicht gerade einfach werden. Nürnberg wird sich wahrscheinlich, ich sage das jedes Jahr, und das ist bisher nicht bestätigt,
bestätigt worden, aber ich kann es mir zumindest vorstellen, nicht die gleiche Blöße geben wie in der vergangenen Saison. Und Rostock auswärts, es hat schon leichtere Spiele gegeben, inklusive dem Pokalspiel dann gegen Sandhausen. Ich bin echt gespannt. Ich bleibe natürlich positiv und ich glaube, an sich haben wir die Qualität, um Elversberg deutlich zu schlagen. Aber man muss abwarten, was halt eben im Kader noch passiert, im Sturm, beziehungsweise im Sturmzentrum insbesondere. Auf der 6 gegebenenfalls noch. Da haben wir ja noch ein paar Gerüchte, die dabei sind. In der Innenverteidigung fehlt mir weiterhin noch eine Personalie. Das habe ich ja auch in meinem Video jetzt hier zuletzt unter der Woche gezeigt. Checkt das gerne nochmal aus. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Da ging es mehr oder weniger darum, welche Transfers ich machen würde. Jetzt gehen wir aber zu den Transfers, die 96 machen würde und zu Brooklyn Ese, den ich tatsächlich in meinem Video nicht drin hatte, der aber gekommen ist. Als Ablösesumme für Brooklyn Ese wurden ungefähr 800.000 Euro kolportiert. Das ist eine Summe, die 96 im letzten Jahr zum Beispiel nicht gezahlt hat. Die Frage dementsprechend, was ist das für ein Typ, den wir da aus der dritten Liga holen? Warum zahlt man für den eine Ablöse, die beinahe an die Millionen heranreicht? Und was können wir von ihm erwarten? Brooklyn Ese erstmal im Kurzprofil ist ein linker Verteidiger mit einem guten Offensivdrang, der vom Aufsteiger Wien Wiesbaden kommt und auch in der Relegation einen sehr guten Eindruck gemacht hat. In der dritten Liga letzte Saison 33 Spiele, 2 Tore und 6 Vorlagen. In der Relegation ebenfalls 2 Vorlagen in 2 Spielen. Das heißt, insgesamt in dieser Saison hat der Mann 2 Tore und 8 Vorlagen gemacht. Das ist eine ganz gute Quote. Natürlich bei einem Aufsteiger, natürlich in der dritten Liga, aber dennoch sehr interessant. 2001 geboren, das heißt, der Mann ist aktuell 22 Jahre alt, ist auch gerade erst 22 geworden, das heißt noch in einem sehr entwicklungsfähigen Alter und er wurde ausgebildet beim HSV und Schalke 04. Das ist eine sehr, sehr gute Schule, die er da quasi besucht hat. Insbesondere die Knappenschmiede ist ja dafür bekannt, dass sie sehr viele Talente ausbildet. Und es waren auch andere Teams an 96 dran, aber er hat sich dafür entschieden, unbedingt nach Hannover wechseln zu wollen. Und das hat er, beziehungsweise das macht ihn gleich sehr sympathisch für viele Fans, denn er hat wirklich einiges dafür aufgegeben. Zunächst einmal muss man dazu sagen, dass Wiesbaden seinen Vertrag so ausgestattet hatte, dass er mit in die zweite Liga gegangen wäre. Das heißt, er hat den gültigen Vertrag, er wäre nicht ablösefrei gewesen oder sonstiges. Wiesbaden hat auch nicht eingesehen, da großartig entgegenzukommen und wollte gerne eine ordentliche Ablösesumme, die in ungefähr dem Bereich ist, wo er auch am Ende des Tages vom Marktwert her verordnet wird. Das Ganze ist dann nur dadurch gelöst worden und im Endeffekt berichtet die Bild davon einer mittleren sechsstelligen Summe, weil Brooklyn Ese in Anführungsstrichen einen Teil seiner Ablöse selber bezahlt hat. Der hat allerdings nicht gesagt, ey, es kostet 1 Million, ich gebe euch 200.000 von meinem Festgeldkonto. Nein, er hat wohl auf seine Zweitliga-Aufstiegsprämie verzichtet. Trotzdem absolut tolles Zeichen und insbesondere bemerkenswert, weil er wohl auch Angebote aus der Bundesliga hatte, also auch hätte ins Oberhaus wechseln können. Er kommt aber zu 96 und das zeigt in meinen Augen einmal mehr die super Arbeit von Markus Mann. Er scheint früh dran gewesen zu sein am Spieler und er scheint ihn auch mit seinen Argumenten überzeugt zu haben. Wobei da die Frage zu stellen ist, beziehungsweise erlaubt sein muss, ja, inwiefern ist das überhaupt gut für Ese und seine Entwicklung? Weil aktuell ist Derek Köhn noch da. Natürlich kann man sagen, er hat einen Vorgriff geleistet, ja. Vielleicht hat er bereits im März oder im April angefangen mit Ese zu verhandeln, als noch gar nicht klar war, wie es überhaupt mit Köhn weitergeht. Stand jetzt ist er noch nicht weg. Die Frage ist, wird er noch gehen? Auch da werde ich gleich drauf eingehen. Aber es ist auf jeden Fall so oder so, egal ob Köhn bleibt oder nicht, schon mal ein sehr, sehr guter Vorgriff auf die Zukunft. Weil wie gesagt, Ese ist 22 Jahre alt. Außenverteidiger sind rar und gerade auf so einem Level, auf dem er sich bewegt, das hat man bereits im ersten Testspiel gegen Ramlingen gesehen, auf einem sehr, sehr engen Feld, was für Außenverteidiger denkbar ungünstig ist, hat eine sehr schöne Leistung gebracht und es kann eigentlich vom Marktwert her nur nach oben gehen. Der Mann ist 1,88 Meter groß, er ist also eine richtige Kante, halb Nigerianer. Und ich bin wirklich beeindruckt davon, was für ein physisches Paket er mitbringt. Ich wusste es, ich habe es auch in der Relegation ja gesehen, aber das hat beim 96-Trikot nochmal ein bisschen besser ausgesehen. Wahrscheinlich, weil das 96-Trikot generell ein bisschen besser aussieht. Also richtige Maschine, ordentliches Tempo, was er mitbringt und kann eben die gesamte linke Seite bespielen. Ähnlich wie Derek Köhn. Wie seine Defensivqualitäten für die zweite Liga sind, wird sich herausstellen. Das kann man noch nicht beurteilen. Er hat eben bisher noch nicht in der zweiten Liga gespielt, sondern ausschließlich in der dritten Liga. Aber wie gesagt, die Ausbildung, die lässt auf jeden Fall mal vermuten, dass das ganz gut werden könnte. 96 hat ein paar Fakten über ihn bekannt gegeben. Überraschenderweise ist Brooklyn Ese nach Brooklyn, dem Stadtteil von New York, benannt. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Wir haben einen sehr interessanten Spieler, was seine Connections angeht. Denn er ist sowohl mit einem rechten Außenverteidiger, der zuletzt von sich Reden gemacht hat, befreundet, als auch mit einem Linksverteidiger. Und der spielt passenderweise in unseren eigenen Reihen und der heißt Derek Köhn. Was das nur zu bedeuten hat. Naja, warum auch dabei. Erstmal Joscha Wagnomann, das ist mehr oder weniger sein bester Freund wohl vom VfB Stuttgart. Und das zeigt ganz gut, in welche Kerbe er schlagen könnte. Wenn der einen ungefähren Entwicklungsverlauf nimmt, wie Wagnomann zuletzt, dann haben wir da ein richtiges Schnäppchen gemacht.
von den physischen Attributen her relativ ähnlich, auch von der, ich sag mal, Tempoentwicklung relativ ähnlich. Fußballerisch ist Wagnermann gut, Ese hat zumindest mal in der dritten Liga auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Je mehr ich von dem sehe, desto mehr freue ich mich, insbesondere weil, und das weiß man ja sehr spätestens seit letzter Saison von Phil, ich mag diesen Prototyp groß, stämmig, aber trotzdem athletisch, also schnell. Das ist einfach was, was mir sehr, sehr gut gefällt und das bringt er im Endeffekt auch mit. Das haben wir es nicht nur auf der rechten Seite, in der Innenverteidigung zugegeben, aber trotzdem auf der rechten Seite, sondern auch eben auf der linken Seite. Köhn ist auch dynamisch und ist auch kein Schwächling, aber ist auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner. Mit dem hat er auf jeden Fall in der Jugend eine Menge zusammengespielt, Derrick Köhn. Und da ist natürlich jetzt die Frage, okay, inwiefern könnte das auch einen Einfluss darauf gehabt haben, dass er kommt? Heißt es vielleicht, wir kennen uns schon, wir verstehen uns ganz gut, ich habe jetzt schon zweite Liga gespielt, du stellst dich ein Jahr hinter mir an und lernst von mir, nächstes Jahr bin ich spätestens sowieso weg. Ich glaube, da müssen sich alle 96-Fans mal so ein bisschen raffen, der wird nicht noch zwei Jahre bleiben. Selbst wenn wir aufsteigen, wird es schwer, ihn zu halten. Ich glaube, Derrick Köhn ist nächsten Sommer weg. Wenn man ihn aber dahinter ausbildet, ist das ein sehr, sehr guter Weg, weil er wird seine Spielzeit bekommen. Er zeigt erstmal, ob er das Zeug für die zweite Liga hat. Darüber gibt es noch keinen Nachweis, auch wenn es Stand jetzt so aussieht. Und wir haben eben noch ein Jahr Derrick Köhn bei uns. Sollte Köhn gehen, hat man mehr oder weniger einen 1:1 Ersatz, weil er ziemlich genau die gleichen Attribute vorweisen kann. Abgesehen davon, dass er halt eben noch nicht auf dem höchsten Niveau gespielt hat. Köhn kam aus der Eredivisie, das heißt auch er kam nicht aus der zweiten Liga, aber das ist trotzdem noch ein bisschen was anderes. Selbst wenn Köhn ja weniger Ablöse gekostet hat. Also ich glaube, von Derrick Köhn wussten weniger Leute Bescheid im letzten Sommer als bei Brooklyn Eze, wobei Eze auch noch ein bisschen jünger ist. Alles in allem ist das ein hervorragender Transfer, insbesondere deswegen, weil halt eben mehrere Teams da dran waren. Das Einzige, was halt eben die Frage ist, beziehungsweise die einzige Frage, die der Transfer aufwirft, ist, wie geht es weiter mit Köhn? Spielen beide gleichzeitig vielleicht sogar? Oder wird er dahinter aufgebaut? Das ist die Option, die ich gerade schon gezeichnet habe. Die andere Option ist, dass er geht, Derrick Köhn. Das könnte ich mir auch vorstellen. Gerade weil Eze Ablöse gekostet hat und eigentlich hieß es ja, dass 96 nicht das Geld hat, um Transfers zu machen. Wir haben für Bright RMB Ablösesumme bezahlt, jetzt für Eze vielleicht auch nur 500.000 mit Boni und Nachzahlungen, das kann ebenfalls sein. Aber trotzdem ist das Geld, was wir in die Hand genommen haben und es fehlen noch zentrales Mittelfeld, Innenverteidiger und Stürmer. Das heißt, gegebenenfalls sind wir auf die Transfereinnahmen von Derrick Köhn angewiesen. Wenn es einen Markt für ihn gibt, wo wirklich ein Abnehmer bereit ist, diese 6 Millionen ungefähr zu zahlen. 10 wurden gefordert, aber ich glaube, bei 6 bis 7 wäre man gesprächsbereit und das wäre auch realistisch. Das ist ungefähr der Marktwert des wertvollsten Spielers der zweiten Liga aktuell. Wenn er da bleibt und beide gleichzeitig spielen sollen, das der Plan ist, dann ist eben die Frage, wie das gehen soll. Viele haben gesagt, das wäre doch eine krasse linke Seite, Eze und Köhn. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Ihr euch vielleicht schon, schreibt es mir gerne mal rein, aber ich glaube nicht, dass wir links als Verteidiger mit Eze und davor mit Köhn spielen. Erstens, weil wir das System noch nie gespielt haben, 4-4-2, 4-2-3-1 wäre auch irgendwie merkwürdig, haben wir zwar ein paar Mal gespielt, aber das wäre schon sehr experimentierfreudig, insbesondere da in der vergangenen Saison ja extrem viel mit Dreierkette agiert wurde und eigentlich davon auszugehen ist, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Und wenn wir im anderen System spielen wie 4-2-3-1 oder 4-4-2, ist eben die Frage zusätzlich, und das ist die viel größere für mich, weil das würde schon funktionieren, was macht man denn mit der rechten Seite? Da haben wir Muroja und dem Muroja dann als rechter Mittelfeldspieler. Hast du aber mehr oder weniger auch kein Backup dafür, genauso wie auf der linken Seite. Du hast nicht so viele Flügelspieler im Kader. Vielleicht könnte ein Schaub dahin ausweichen, weiß man nicht. Vielleicht könnte ein Momulu mehr Spielzeit bekommen. Ja, aber auch der darf ja nicht als Stammspieler eingeplant sein. Eigentlich, wenn man sich die Qualität der anderen Spieler und seine Spielanteile in der vergangenen Saison anguckt. Also das ist für mich das größte Hindernis und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Markus Mann und Stefan Leitl geplant haben, das ganze System umzustellen und eine komplette rechte neue Seite nochmal zu machen. Sehe ich persönlich nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir in der kommenden Saison mit Köhn in einer vorgezogenen Rolle ab und zu mal spielen, dass das nicht der fixe Plan ist, aber dass es durchaus sein kann, dass sich Eze Richtung Startelf festspielt und dass wir dann nicht mehr in einem 3-4-1-2 agieren, also mit einem Zehner hinter zwei Spitzen, sondern, weil wir eben aktuell auch nur einen Stürmer im Kader haben vorne, mit Cedric Teuchert, der letzte Saison wirklich über die ganze Zeit überzeugt hat, mit Nielsen und Tresoldi hätten wir noch zwei weitere, die Optionen darstellen würden. Wenn wir also keinen mehr holen, kann es sein, dass diese eine Spitze vorne bleibt und dann hätte man dahinter ein 3-4-2-1, also zwei Halbraumzehner quasi, zwei variable Spieler hinter den Spitzen, die so ein bisschen auf außen sind, aber gleichzeitig auch auf der 10 agieren. Das wären dann zum Beispiel Schaub und Köhn oder auch ein Sonny Kittel, bei dem es ja zumindest mal auch das Gerücht gibt, dass der zu Hannover kommen könnte. Der könnte diese Position natürlich auch optimal bekleiden. Ich persönlich bin ja weiterhin Fan davon, Jani Serra zu verpflichten, aber das wäre auch kein Problem, weil Serra könnte genauso einfach nur eine sehr große Offensivoption sein und Nielsen kann auch auf den Positionen hinter den Spitzen spielen, also auf der 10, Sebastian Ernst ist dafür auch verfügbar, Tresoldi wäre noch als Backup für den Sturm, damit zum Beispiel Jani Serra, also dann wären wir offensiv sehr gut aufgestellt. Da hätten wir auch die Doppel-6 besetzt, zum Beispiel mit, wer auch immer jetzt als Neuzugang kommt, oder mit Marius Wörl, mit Leopold, mit Kunz, mit Besuschkow.
Auf der linken Seite hätten wir Varianten, eben weil du auch Köhn zurückziehen könntest, wenn Özil mal ausfallen sollte oder andersrum. Auf der rechten Seite hättest du mit dem und Moroja das gleiche Thema. 3-4-2-1 erscheint mir nicht unrealistisch, insbesondere weil das 3-4-1-2 in der vergangenen Saison, in der zweiten Saisonhälfte so gar nicht funktioniert hat und Nielsen teilweise sowieso schon so ein bisschen zurückgezogen gespielt hat in diesem 3-4-2-1. Stand jetzt wäre meine Wunschaufstellung weiterhin das 3-4-1-2, also mit zwei wirklichen Stürmern. Ich kann mir aber auch ein 3-4-2-1 vorstellen. Ob Köhn dann wirklich so eine offensive Rolle spielt und quasi von seinen Defensivaufgaben befreit wird, was nicht seine Stärke war in der abgelaufenen Saison, wir werden sehen. Aber das ist mein persönlicher Gedankengang dazu. Schreibt mir euren gerne in die Kommentare. Und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal auch, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Vielleicht sehen wir uns morgen in Hildesheim, vielleicht auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch so oder so einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Und